Ich begrüße euch zu Part 103 in der geheimnisvollen Welt von Darksiders 2. So, wir hatten jetzt hier letztes Mal den Cut gemacht. Ich muss mich wieder eindenken, weil ich ja wieder was anderes gezockt habe und neue Let's Plays vorbereitet habe. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben keine Tränke mehr. Schaut mal, durch den Wechsel können wir Schriftrolle des Seelenlenkers. Können wir natürlich hier gewisse Dinge schaffen, erfüllen. Wir müssen dann immer überlegen in der Gegenwart, wo sind diese Sachen. Und wir können mal wieder nichts tragen. Das ist wieder ganz typisch. Ach, dafür nehme ich jetzt mal die Maus. Bereich 1, 2, 3, 4. Uns fehlt noch Bereich 5, 6. 5 und 6, also denke ich mal noch zwei Schriftrollen. Unmöglich. Und das können wir nicht tragen. Das heißt also, wir müssen irgendwas verschleudern. Ach. Oder beziehungsweise irgendwas ausbauen. Mal eben gucken, ob wir hier... Ich glaube, hier bauen wir mal lieber was aus. Nee. Wir verbessern den mal. Ja, das geht jetzt leider nicht. Da müssen wir durch. Und hier oben wird es langsam richtig knapp. Dann nehmen wir mal die Verteidigung. Jetzt müssen wir es so aufheben können. Jetzt können wir uns das Ding natürlich direkt angucken. Wenn nicht, opfern wir das nämlich direkt. Ja, wird direkt geopfert. Dann haben wir da auch wieder Platz. So, wunderbar. Jetzt müssen wir noch... Ach, jetzt müssen wir uns den Plan nochmal wieder angucken. Hier ist aber so nichts mehr zu finden. Und da auch nicht. Das heißt also, wir müssen hier wieder durch. Ab in die Vergangenheit. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht wieder so ein Hammerdämon. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau machen muss, aber...
Das ist auf jeden Fall falsch. Gehen wir noch mal hier runter gucken. Stellt sich jetzt die Frage, wie kriegen wir dieses verschissene Tor auf? Aha. Wunderbar. Was nu? Da drüben geht's auf jeden Fall hoch. Ist die Frage, kommen wir da dran? Da kommen wir nicht. Normalerweise hätte er daran hochlaufen müssen. Aber es hat mal wieder nicht funktioniert. Nicht schlimm. Also müssen wir links. Ja, da läuft er locker lässig hoch und hier müssen wir wohl rein. Alter, was passiert denn da oben? Skeletttür. Da, ach, wo man da überall lang kann. Das Portal dürfen wir nicht vergessen, aber ich will mal eben erst an der Schatztruhe gucken. Wenn wir da überhaupt so hin dürfen. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wunderbar. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir gucken uns erstmal schön ordentlich hier um.
Ein Machtstein. Jetzt gehen wir erstmal zu dem einen Portal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier alles genau machen müssen. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ach, eine versteckte Kiste. Ja, ich weiß doch, Kollege. Ich hab so eine Ahnung. Wir müssen nochmal zurück. Hier durch. Jetzt wollen sie auch noch IQ haben. Jetzt gehen wir hier einen weiter. Habe ich mir irgendwie gedacht. Thank you.
Ich heil mich mal lieber. Nee, Quatsch, wir machen Reaper an. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ja, ihr habt gerade im Hintergrund vielleicht mal mein Dingsbums gehört, mein Bäckerchen. Ja, so richtig habe ich für diese Typen noch im Machtteil noch nicht die richtige Lösung gefunden. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch eben besiegen. Wir dürfen ihn wohl nicht auf Entfernung kommen lassen. Jawohl. Sehr cool. Dann machen wir was mit Seelenteilung. Das geht wieder nur in der Gegenwart. Ja, und hier an dem Schalter machen wir jetzt einen Cut. Weil das führt schon wieder alles viel zu weit. Wir müssen da oben die Bomben auch irgendwie wegkriegen und so weiter. Ja, und ich werde so oder so jetzt irgendwie mal einkaufen gehen müssen, weil ich verbrauche ja hier jede Menge Sachen. Jetzt gucken wir uns hier oben nochmal ganz schnell um. Ja, hier ist aber auch nichts. Also, hier an diesem Schalter machen wir den Cut. Oder hier an dieser Treppe. Dann werde ich den mal aufmachen, versuchen da reinzugehen und dann gucken wir mal, was da drinnen los ist. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, es wird immer schwieriger, hier vorwärts zu kommen. Ihr merkt das, die Gegner werden also richtig knackig. Und ja, und da ich noch nicht so die richtigen Lösungen habe, wie ich die besiege, ist es halt relativ aufwendig. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier vor das Portal hin. Da habe ich einen guten Anhaltspunkt. Der Tod und das Portal. Und das ist das Portal zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. So long, euer Agent Peanut.